Das Abenteuer Dritte Liga beginnt. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe TVF Nachschuss, jetzt aus der neuen Saison 22/23. Und wie gesagt, das heißt, die Dritte Liga, sie startet für uns. Und sie startet für unsere Elf mit einem Auswärtsprogramm, nämlich an der Hafenstraße in Essen. Geniale Stimmung hier, fast 17.000 Zuschauer feiern mit unserer Mannschaft, mit den Gastgebern von Rot-Weiß Essen den Start in die Dritte Liga. Und was dann nach 90 Minuten passiert ist, ja, wir reiben uns immer noch die Augen. Es ist aber trotzdem, es ist Wahrheit. 5:1 siegt unsere SV Elversberg quasi zum Einstand in Liga 3. Wir haben uns nach der Partie mit unserem Cheftrainer Horst Steffen unterhalten. Wir haben mit Elfmeter-Töter Nikolas Christoph gesprochen. Doppeltorschütze Schnelli haben wir auch vor die Kamera geholt. Und seinen ersten Treffer für die SV Elversberg natürlich. Semi Şahin kommt auch hier ins Gespräch zu TVF Nachschuss. Viel Spaß bei dieser Folge. Schnelli, ein im wahrsten Sinne des Wortes historischer Nachmittag hier in der Essener Hafenstraße. Endet am Ende mit 1:5 für deine Mannschaft, für die SV Elversberg. 2 Tore dabei von dir. Ein unglaubliches Spiel heute, oder? Ja, auf jeden Fall. So wie wir gestartet sind, ja, es war ein Auf und Ab, dann der Elfmeter und dann machen wir innerhalb von, keine Ahnung, 5-6 Minuten 2 Tore nochmal, legen nach und ja, war überragender Nachmittag, muss ich sagen, ja. Lass uns mal so ein bisschen an den letzten 24 Stunden teilhaben. Ihr seid hier angekommen, habt hier übernachtet, heute Morgen mit Polizeieskorte hier ins Stadion gekommen, super Atmosphäre, 16.000 Zuschauer. Wie viel Energie hat da an diesem Spiel gesteckt? Ja klar, am Anfang war man schon ein bisschen nervös, was auf einen zukommt. Wir haben auch Jungs, die jetzt das erste Drittligaspiel gemacht haben, die wussten jetzt auch nicht, was auf einen zukommt vor so einer Kulisse. Und, aber wie die Mannschaft und wie wir das angenommen haben, war schon unfassbar. Also wir haben uns dann alles reingeschmissen, haben ein kleines Spiel gefunden und ich kann nur ein Kompliment an die Mannschaft geben. Was nimmt ihr jetzt mit für die nächsten Wochen? Jetzt kommt erstmal das Pokalspiel gegen Leverkusen, dann geht es in der Liga weiter. Ich glaube, bis zum 15. August noch 4 Spiele jetzt. Ja klar, das nächste ist für uns ein Bonusspiel. Wir haben uns das letzte Saison erarbeitet mit einem Pokalsieg. Und klar, den Champions League-Teilnehmer zu spielen, einfach mal sehen, wo man steht als Fußballer, ist schön. Und danach geht es knallhart weiter. Und wenn wir so weitermachen und einfach an uns glauben und unsere Stärke auf den Platz bringen, freue ich mich auf die nächsten Wochen auf jeden Fall. Mit welchem Gefühl fährst du heute zurück ins Saarland? Ich freue mich mit der Mannschaft für mich, dass ich 2 Tore gemacht habe und so kann es weitergehen. Gute Heimfahrt, vielen Dank. Horst, nach 8 Jahren das erste Spiel für die SV in Liga 3 mit 1:5 sensationell gewonnen bei Rot-Weiß Essen an der Hafenstraße. War das insgesamt heute auch wirklich ein historischer Nachmittag für dich und dein Team? Ja, ich glaube, davon kann man sprechen. So wie das Spiel gelaufen ist, war es auch sehr spektakulär in der Anfangsphase schon, wo es hin und her ging. Und ja, einfach ein ganz emotionales Spiel vor so einer großen Kulisse hatten wir jetzt lange nicht. Und wie die Mannschaft da souverän Fußball gespielt hat, das war schon bemerkenswert. Insofern, glaube ich, ist das ein tolles Ergebnis für den gesamten Verein. Was hat dich heute am meisten beeindruckt? War es dieser unbedingte pure Wille? Ja, dass die Jungs sehr, sehr lange, sehr konzentriert am Plan festgehalten haben, den durchgezogen haben und wenig Fehler gemacht haben. Ja, das ist halt schon wichtig, dass wir in der dritten Liga kaum Bälle neben den Mitspielern spielen. Ja, dass wir sehr, sehr genau arbeiten, dass wir in der Defensive sehr genau arbeiten. Das haben wir überwiegend geschafft und deshalb, in der Form können wir ruhig gerne weitermachen. Wenn die Mannschaft vor 16.000 Zuschauern vor so einer hitzigen Kulisse so ein Spiel abliefert, ist man dann als Trainer auch einfach mal stolz? Ja, ich bin stolz. Ich bin stolz auf das, was wir geleistet haben in der Vergangenheit, aber mit der Leistung heute. Wir haben, wie gesagt, gestern haben wir in der Kabine die vergangene Saison abgefeiert und auch beendet dadurch und wollten was Neues machen und das war so starten. Das ist besonders toll und natürlich auch macht mich ein Stück weit stolz. Es ist ein Schritt in die Liga und darüber freuen wir uns, dass der so gut gelungen ist. Und viel mehr ist es nicht, aber es ist schon mal toll, 1:5 in Essen zu gewinnen. In der Kabine hast du erstmal einen Jubelschrei hingelegt, den würdest du sicher auch gerne die nächsten Wochen zeigen, oder? Ja, ist klar, dass ich viel lieber gewinne, als unentschieden spiele oder verliere. Es ist ein harter Kampf. In der dritten Liga wird jedes Spiel wirklich eng sein und wir müssen genauer arbeiten. Aber wir haben gezeigt, dass wir es heute genau konnten und dementsprechend werden wir auch in den nächsten Spielen so konzentriert und genau arbeiten wollen. Das werde ich verlangen von den Jungs und das kriegen wir auch hin. Vielen Dank. Danke. Semi, bevor wir jetzt nach der Stimmung des Kollektivs fragen, das haben wir jetzt schon einige Male heute gehört, gucken wir mal persönlich nach deinem Fazit jetzt. Reingekommen, 76. Spielminute, 6 Minuten auf dem Platz und dann gleich den Treffer zum Endstand erzielt. Wie hast du dich gefühlt in dem Moment? Ja, sehr gut. Es war einfach ein bisschen erleichternd für mich. Klar,
das Spiel war eigentlich schon entschieden zu dem Zeitpunkt, aber dann nochmal so ein Tor zu machen, ist schön, war glaube ich auch mein erstes Tor für die SVE, deswegen ist nochmal was Besonderes gewesen. Auf der Pressetribüne haben wir beim Stand von 4-1 schon gehört zur Halbzeit. Wahnsinn, das ist ja so eine eingespielte Truppe, das ist ja ganz klar, dass das Ergebnis, das ist darauf zurückzuführen. Wie siehst du das? Ist das wirklich so? Ist das ein Fund, das man jetzt aus der letzten Saison mitholen kann? Ja, klar, wir haben jetzt bis auf Tore war es, glaube ich, und Yannick eigentlich fast die gleiche Startelf und Cello. Also Grundstein steht noch von letzter Saison, deswegen denke ich auch, dass es ein ausschlaggebender Punkt war, dass wir heute so gut geliefert haben. 5-1 am ersten Spieltag, dann noch vor so einer Kulisse, das ist natürlich, das birgt natürlich auch Gefahren, nämlich jetzt schnell nochmal auf den Boden zurückkommen, das Spiel dann auch das sein lassen, was es ist, nämlich nur ein Spiel. Wie geht er das jetzt an, dass das jetzt im Moment der glückliche Moment noch ist, aber dann auch wieder in den normalen Vorbereitungsmodus reinkommt? Ja klar, ich glaube, das dauert jetzt mal ein, zwei Tage. Die ein, zwei Tage genießen wir jetzt. Und danach nächste Woche ist DFB-Pokal. Das ist für uns alle was Besonderes, gegen Leverkusen zu spielen. Und ab Dienstag ist dann wieder normaler Alltag. Jetzt dürft ihr trotzdem ein bisschen feiern. Dankeschön. Danke auch. Nikolas, 1-5 bei Rot-Weiß Essen am ersten Spieltag der dritten Liga. Hätte dir das vor dem Spiel jemand gesagt, du hättest wahrscheinlich direkt unterschrieben, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hätte mir das jemand vor dem Spiel gesagt, dann hätte ich das so auf jeden Fall genommen. Erste Halbzeit, es war wahnsinnige Energieleistung deiner Vordermannschaft. Aber auch du mit dem gehaltenen Elfmeter, kannst du uns diese erste Halbzeit nochmal kurz Revue passieren lassen? Ja, es war ein Auf und Ab. Also ich glaube, beide Mannschaften hatten viel Chancen. Es ging hin und her und ja, es war dann wichtig, dass ich den Elfmeter dann nochmal gehalten habe. Sonst steht es 1-1 und ja, im Anschluss machen wir dann, glaube ich, direkt 2-0. War wichtig und ja, dann kriegen wir, glaube ich, im Anschluss halt das 2-1 nochmal vor der Halbzeit. Und ja, so ist es halt und wir haben weitergemacht und haben uns weiterhin belohnt. Schnelli, der ja schon viel Erfahrung hat, hat vor dem Spiel gesagt, oder jetzt nach dem Spiel, dass man trotzdem schon ein bisschen angespannt war vor diesem Spiel. Wie ging es dir, als du rausgelaufen bist und da gefühlt 16.000 Menschen gekrölt haben? Ja klar, angespannt ist man immer. Gerade für mich war es erstes Spiel in der dritten Liga und dann gleich vor 16.000 Zuschauern ist dann schon nochmal was anderes, als in der Regionalliga dann zu spielen. Und ja, aber ansonsten habe ich mich voll aufs Spiel fokussiert und ja. Was macht die Mannschaft in deinen Augen so stark und was darf man jetzt die nächsten Wochen von ihr erwarten? Ja, wir müssen einfach so weiterspielen. Wir haben heute sehr gut kombiniert. Die Räume, die der Gegner uns gegeben hat, haben wir sehr gut bespielt. Wir waren vorne konsequent. Wir haben unsere Chancen, die wir hatten, haben wir genutzt. Und so müssen wir jetzt die nächsten Wochen einfach weitermachen. Dieses Spiel und der Blick auf die Tabelle machen jedenfalls Spaß. Vielen Dank nochmal und Dankeschön. Alles Gute für die kommenden Wochen. Danke.